bin wieder da. Yay, Vodafone ist ein Kackarsch, aber immerhin ist er wieder da. Ja, ich krieg die Krise mit dem Vodafone. Klar, Luxusdusche einfach einbauen. Hab ganz vergessen, was das jetzt für ein Anschluss ist. Achso, ja, das zweite Bad, klar, Luxusdusche. Nee. Ich brauche denn bitte so eine teure Luxusdusche? Die sieht cool aus, so eine Halbrunde. Es gibt tatsächlich farbiges Glas? Mein Gott, wie cool. Nimm das. Passt du da überhaupt rein? Die passt da nicht rein. Ja, keine Dusche für dich. Okay, dann nicht. Okay, schlanke Dusche. Wir brauchen eine schlanke Dusche. Wir nehmen diese Dusche. Wir sind meiner Gönnaufforderung nachgekommen. Yay! Auf Memes ist nun was zu Vodafone. War da nicht gestern schon was zu Vodafone? Ich bin so froh, dass wir im Juli zu Telekom wechseln. Ach, ich freue mich drauf. Erstmal die Dusche installieren. Komplex das einfach ist, so eine Dusche zu installieren. Übrigens habe ich vergessen, den Boden zu fließen. Das muss ich halt dann machen, wenn die Dusche schon steht. Können wir nicht bleiben wegen der Memes? Nein! Einfach nein, Melli! Ja, nee, Vodafone. Dank dir ist das jetzt eigentlich Stream 79. So, Dusche ist installiert. Die passt aber auch gerade so da rein. Perfekt. So, wie gesagt, Fliesen. Und zwar Bodenfliesen unten. Okay, sie sind hässlich. Aber immerhin nicht so aufgeregt. Gut, ich wollte eigentlich die Dusche vorher vorheben. Na, in gewisser Weise habe ich das getan. Doch, doch. Das geht schon klar. Das wird so ein potthässliches Bad. Ich muss mal kurz gucken, welche Art von Holz die so benutzt haben. Eher dunkel. Ja, dunkel mit Eiche irgendwie. Damit ich weiß, welche Möbel hier am besten mit reinpassen. Dunkel mit Eiche. Okay. Wir brauchen eine Toilette. Was ist das? Wieso gibt es ein küssendes WC? Hey, die küsst dir den Arsch. Die Toilette.
passt hier aber nicht rein. Ihi, Mako! Warum? Test. Hallo, Tieni. Baby Tieni. Ich finde das eigentlich ganz cool. Dunkel. Ja, dunkel. Vor allem ist die Öffnung von der Dusche jetzt direkt da, wo das Klo ist. Aber okay. Ich meine, ihr wolltet das so. Also mache ich euch das. Ihr wolltet das so. Liebe Hausbewohner. Ich meine, sie können ja nicht nur die Tür aufmachen und können die ja nur so kippen. Ey, solange ich mache meine Arbeit, solange ich bezahlt werde, ist mir das egal. Geht aber nicht, du stellst Scamming. Was? Manny? Geh bitte ab und an duschen, Maki. Ja, bitte. Mir zuliebe. Alles Holz. Buche, Eiche. Ich denke, Eiche war es. Mit Dunkel. Also, das passt da nicht hin. Dann steht das im Klo. Okay, wir brauchen ein schmales Waschbecken. Komm, wir nehmen Standardwaschbecken. Ich meine, der hat schon schon ein Bad. Kann der hier auch mit ein bisschen Standard zurechtkommen? Dusche und Klo zusammen. Gibt es tatsächlich in den meisten Haushalten. Wir haben auch Dusche und Klo in einem Zimmer. Jenny. Oder Marco macht Hot Tub Stream von seinem Duschvorgang. Das ist dann aber Premium Content. So, Spiegel. Die Farbe weiß, helles Holz. Dann den Buche. Das ist helles Holz. Das passt überhaupt nicht hier rein. Entschuldigung, das passt hier nicht rein. Egal, jetzt ist es drin. Das darf, kann ich da nicht hängen lassen. Das passt überhaupt nicht rein. Schwarz. Schwarzes Holz. Schwarz. Einfach nur schwarz. Danke. Und damit das alles noch irgendwie gemütlich aussieht, weil Klo und so... Kommst du von mir noch ein Bäumchen? Wieso leuchtet die? Das sollte eigentlich ein normaler Baum werden. Das ist kein normaler Baum. Ah,
Ach, holographische kanarische Doppelpalme, ja. Ich will eine normale. Ich will doch nur eine normale Pflanze. Nichts holographisches. Danke. So eine Glücksfeder bekommst du ins Bad. So. Da sieht doch noch was aus. Aufs Haus geht die jetzt, die Glücksfeder. Siehst du mal, wie sehr ich gönne. Warum war heute 15 Uhr eigentlich keiner zum gemeinsamen Defekt? Oh, da wurde von abgottiert. Pflanze im Badezimmer doch, auf jeden Fall. Wenn man sich Pflanzen in die Wohnung holt. Ich hole mir generell keine Pflanzen in die Wohnung. Weil mir das zu viel Arbeit ist und ich dann Tierchen reinbekomme, die ich nicht haben will. Melli! Ja, Plastikpflanzen. Marco war ein Toilet Management. Ich glaube, Marco wurde für vor Scham im Boden vergehen. Versinken. So, Kitschhaus. Hey, meine alte Tante ist im Hospiz gelandet und wird es sicherlich nicht so schnell verlassen. Nun habe ich ihr Haus bekommen. Es ist hässlich und ich würde es am liebsten abreißen. Ich würde gerne etwas Neues erbauen. Hab aber kein Geld. Das Haus ist kitschig und sieht aus wie das Haus einer einsamen Mutter, die ein schwieriges Leben hinter sich hat. Also fast wie bei mir. Hihihi. Oh Gott, wer schreibt hihihi? Ja gut, im Chat. Okay, aber... Schmeiß alle blöden Schränke raus und stelle normale Möbel rein. Die Bilder an den Wänden kannst du auch entfernen. Mach einfach was draus. Denn im Moment sieht es einfach fürchterlich aus. Es sollte schick und stilvoll sein. Okay, habe ich jetzt wirklich freie Hand? Natürlich. Ich mache eine ganz kurze Pause und bin gleich wieder da.
Hey, wer sagt, dass mein Markolan scheiße ist? Pebble, Pebble, yay! So, den einen Auftrag machen wir noch. Und danach will ich Zeit mit Markolan verbringen. Ist schon seltsam, wenn er nicht streamt, stream ich. Wodurch dann einfach die gemeinsamen Abende irgendwie sehr verloren gehen. Alles verkaufen, okay. Hier ist mal einfach alles verkaufen, was hier so rumhängt. Okay, das ist das Kitschhaus. Ja gut, die Bilder als Kitsch zu bezeichnen. Gut, die Möbel sind schon ein bisschen kitschig. Die Bilder finde ich aber gar nicht wirklich kitschig. Ihr sollt alles verkaufen? Okay, ihr sollt offenbar nur verkaufen, was auch auf der Liste steht. Und wenn ich was nicht verkaufen soll, dann wird mir das gesagt. Okay. Das ist offenbar ein guter Schrank. Die Uhr ist offenbar auch gut. Die Teppiche sind potthässlich. So eine enge Küche. Die Fliesen. Okay, Bad soll ich alles da behalten? Ich meine, das Ding ist nochmal potthässlich, aber okay. Das behalte ich halt auch da. So, welche Wände soll ich einreißen? Alle. Offene Küche. Jeder steht auf offene Küchen. Außer Marco. Ja, in die Küche passt nichts. Deswegen wird die Wand hier eingerissen. Bilder aufhängen würde ich tatsächlich erst, wenn wir uns wirklich an unser eigenes Haus machen. Das wir dann versteigern. Freue mich drauf. Yay, ich mich auch. Das geht direkt morgen. Wird's weitergehen. Das Spiel macht so süchtig. Und das Lustige ist, das Spiel ist mir noch ein DLC, was ich noch nicht gerade installiert habe. Was ich dann nach einer Weile auch noch installieren kann und dann haben wir wieder neuen Content. Dieses Projekt wird uns sehr lange begleiten, glaube ich. Pets, ja, Pets kommt noch. Luxury Accessoires kommt noch. Einfach nur die Tür da steht. Geil. Hab Hausflipper auf die Wunschliste. Yay. Wie gesagt, dieses HGTV habe ich mir gekauft, noch nicht installiert. Das kommt dann irgendwann später noch dazu. Dann kannst du ja auch sehen, ob du das haben willst. Ob dir das zusagt. Sobald wir soweit sind. Ich habe mich halt auch nicht informiert, was da drin ist. Ich glaube, da ist dann alles wirklich so aufgebaut wie in einer von diesen Serien. Dass du dich also mit deinen Kunden triffst, die haben Wünsche. Dann baust du denen das Haus.
Und am Ende wird verglichen mit vorher, nachher und... Soweit ich weiß, können die aber auch mittendrin einfach ihre Wünsche ändern, bevor du fertig bist. Ja, Wünsche ändern. Ich will die Wand jetzt doch wieder da stehen haben. Okay, es geht weg. So, also wir haben zwei große Zimmer und ein Badezimmer. Das Badezimmer soll so bleiben, ernsthaft wie... Okay. Aber es ist ja nicht... Es ist nicht meine Wohnung. Streiche mit verblichene Zitrone. Okay, ich dachte schon, ich dürfte mich austoben, aber darf ich nicht. Verblichene Zitrone. Da werden wir auf jeden Fall den großen brauchen. Vielleicht brauchen wir sogar zwei große. Ich glaube wirklich, austoben darf ich mich erst, wenn ich bei den Häusern bin, die ich versteigere, dann. In Aufgaben darfst du dich nie austoben. Menolein. Ich weiß nicht, ob ich die Farbe mag. Ist eher Limone als Zitrone? Aber kann ganz gut werden, denke ich. 20. Ich meine, ich darf die Sachen zwar nicht verkaufen, aber ich darf sie doch bestimmt zumindest umräumen. Ich meine, wäre ja doof, wenn der Schrank jetzt mitten im Weg stehen bleiben müsste. Mittlerweile geht das mit dem Streichen auch echt flott. Nachdem wir so ein paar Upgrades hatten. Meine Nase juckt.
Ich weiß nicht, was ich da getan hat. Achso, ich habe theoretisch die Aufgabe erfüllt und könnte jetzt gehen. Ja, ich lasse die Wohnung jetzt einfach so unfertig. Was zum Henker? Diese Zwischenabfolge kann ich irgendwie nicht verstehen, warum sie sie eingebaut haben. Jedenfalls, falls es buggt, ist mir mal passiert. Okay. Kann natürlich sein. Du meinst, falls man eine Aufgabe nicht abschließen kann, dass man trotzdem die komplette Aufgabe abschließen kann. Oh, doch. Die Farbe ist gar nicht so kacke, wenn man sie jetzt großflächig betrachtet. Ich meine, ich würde sie mir nicht in die Wohnung machen. Aber ist ganz cool. Also cool, ganz in Ordnung. Und eventuell hat jetzt sogar der eine Eimer gereicht. Cool, alles schön. Gestrichen, yay! Das hatte ich. Oder ich war blind. Was hat denn nicht funktioniert? Okay, ich soll das Doppelbett kaufen. Eigentlich egal. Okay, das Bett ist schon ganz schön hässlich. Zumindest in den Farben. Kissen. Holz. Warte. Ich möchte erstmal gucken, welches Holz hast du denn? So rot, ne? Aber bist das du oder bist das du? Ich glaube, das bist du. Ja, aber wenn das schon rot ist, nehme ich doch nicht noch bunt dazu. Nee, auf keinen Fall beides in demselben Ton. Das ist schon ein scheiß hässliches Bett. Wieso sehen die Kissen eigentlich aus, als wären sie aus Plastik? Okay, das Holz passt aber zumindest zueinander. Ich finde, diese Nische passt halt perfekt, dass man da ein Bett reinstellen kann. Gut, auch wenn das jetzt nicht gerade ganz mittig ist. So, was brauchen wir noch? Der Kleiderschrank könnte hier hin. Die Farbe kann ich mal verkaufen, dann steht die auch nicht im Weg rum. Weiß nicht mehr, aber vorher wollte der Rasen nicht. Rollrasen? Das heißt, das Kackteil. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, an den Rollrasen werde ich mich noch gewöhnen müssen. Ich meine, da verschwendet man halt auch ganz viel schnell ganz viel Geld mit.
Komm, stellen wir das mal dahin. Da hat sie dann auch eine Steckdose in der Nähe. Telefonanschluss, damit sie das Telefon da reinstellen kann. Oh, und ein Büro, Schreibtisch. Nee, ich wollte drehen, Entschuldigung. Ach, wieso denke ich immer, mit dem rechten Maustaste kann ich drehen? So. Kommt man noch vorbei? Das Regal kann theoretisch noch eins zur Seite. Das typische Streamer-Regal, nur halt nicht in weiß. Was soll sie jetzt noch? Okay, links und rechts die Bettkommoden mit schwarzen, damit es zum Rest passt. Habe ich gerade Bettkommoden gesagt? Beistelltisch natürlich. Bettkommoden. Ja, was sonst? Sind die ja dazu, das da reinzustellen, aber weil es halt passt, aber dann ist das Bett halt so weit weg davon. Kann halt aber auch sein, dass ich das Bett noch ein bisschen mittiger stellen muss. Ja, obwohl da ging es. Dahin ging es. Ja, passt doch. Ach, das passt. Sagt ja auch niemand, dass die Kommode direkt ans Bett grenzen muss. Und der Stuhl. Auch in Schwarz. Dann wäre das Zimmer eigentlich fertig. Ist nur seltsam, dass die Wand hier so kahl ist. Da passt doch bestimmt noch irgendein Deko-Gegenstand hin. Dekoration. Ich weiß halt auch nie, ob ich diese Auftragshäuser dekorieren soll. Weil die sagen hier immer ganz genau, was sie haben wollen. Eine Dekoration ist eigentlich nie dabei. Teppich. Teppiche sind eigentlich immer schön. Aber eigentlich soll ich ja keine Deko reinmachen.
Kamine, Pflanzenspiegel, stehende Deko. Oh, ne, stehende Deko. Die sind viel zu klein, glaube ich, die Vasen. Dann gehen wir mal zu Pflanzen. Okay. Ich dachte, ich kann dich bestimmt schön irgendwie da in die Ecke stellen, aber nee. Dann stelle ich dich da auf den Tisch. Bisschen näher. Tischschrank. groß. Eine große Blume eigentlich. Es ist alles für draußen, nichts für drin. Pflanzen. Eine Orchidee ist eigentlich auch immer schön. So, du bekommst eine Orchidee. Jetzt habe ich auch schon mit Deko angefangen. Jetzt will ich nicht irgendwo zwischendrin auffahren mit Deko. Komm, dann wirst du dekoriert. Hier kommt eine schöne Tischlampe. Serenity. Cool. Nachtlampe, Grener. Serenity. Ich darf dich da nicht. Doch, jetzt darf ich dich da draufsetzen. Oh, ich bekomme dich nicht mittig. Doch, wahrscheinlich ist das die Mitte. Du musst sonst weiter nach vorne. Nee, jetzt bist du nicht mehr mittig. Kacke. So bist du mittig. Und du bist auch mittig, also müsst ihr beide jetzt eigentlich auf selber Höhe sein. So, jetzt fehlt aber tatsächlich noch ein Bild über dem Bett. Aber dann nehme ich noch keins von den Spezialbildern. Wie gesagt, das möchte ich mir aufheben für eigenes Haus, das wir versteigern. Oh, das Bild ist geil. Da sind einige echt schöne Bilder drin.
Kätzchen. Ein längliches würde halt gut passen. Ich finde so Puttenbilder und so Landschaftsbilder irgendwie immer so. Ich weiß nicht. Doch ein bisschen arg kitschig. Wir hatten irgendwie so gelblich, hm? Gelb-grünlich. Aber sie wollte es auch modern. An die Wand halt. Ich weiß nicht, warum ich es gerade nicht drehen kann. Da, an die Wand, danke. Das ist aber schon ganz schön groß. Also vielleicht doch die Nummer kleiner. Das passt aber irgendwie auch nicht so sehr. Das passt nicht so sehr hier rein. Auch wenn ich es mit am schönsten finde. Wie wär's denn mit dir? Nee, du bist keine Blume, du bist ein Fisch. Ich dachte, du bist eine Blume. Lass mich bitte mal aufs Bett. Ich muss das verkaufen. Das passt nicht so richtig. Es muss schon länglich sein. Wie sieht es denn bei dir aus? Das könnte passen. Ja. So, was denn nun noch? Aber irgendwie ist das auch zu klein. Für die Wand ist das zu klein. Ich bin irgendwie so gar nicht zufrieden mit den Bildern. Wenn ich das nehme. Es ist halt gleich so richtig gewaltig. Vielleicht ist es auch einfach das Bild an sich, das nicht passt.
nehmen wir das. In S. Das wird schon noch. Wenn der Rest jetzt gebaut wird, wird das gut aussehen. Das wird gut aussehen. So ein Teppich. Nee, nicht in dem Grünen. Nö. Nee, das ist dann auch zu viel. Blau passt nicht. Nee, der ist ja sehr hässlich. Sehr, sehr hässlich. Wie sieht's denn bei dir aus? Du siehst ganz okay aus, tatsächlich. Ja, jetzt gefällt es mir tatsächlich. Okay, Dirk ist fertig. Bei dir. Vielleicht noch Jalousien. Das ist doch bei Möbel, oder? Objekte? Nee. Wo finde ich denn sowas? Jalousie. Das könnte auch passen. Warte. Was war die zweite Einstellung? Details. Chrom, Weiß, Chrom. Jalousien haben wir ja auch erst kürzlich eingebaut. Wir wissen genau, wie das funktioniert. Oh. Oh, das hat was. Huch. Ich wollte nicht die Taschenlampe einschalten.
Yay. Yeah, yeah. Ey, der Raum sieht gleich viel besser aus. Ich mag's. Auch wenn ich finde, da fehlt irgendwie noch ein bisschen Deko. Noch ein Blümchen oder so. Pflanzen. Nee, nehme ich schon weiß. Vielleicht doch eher das dunkle Grün bei der Pflanze. Kommt da hin. Ja. Doch, das hat was. Die Uhr müsste ich noch ein bisschen. Eigentlich finde ich es nervig, dass die Uhr da hängt. Vielleicht eher hier hin. Kann sie vom Schreibtisch aus drauf gucken. So, es fehlt eigentlich nur ein bisschen Kram für in die Regale. Den PC bringt sie selbst mit. Jetzt gerade habe ich eigentlich keine verlorenen Frames, Tieni. Das liegt gerade nicht an Vodafone eigentlich. Kaminpflanzen, Spiegel. Nicht stehend. Okay, wenn du sagst, es ist in Ordnung. Gemälde, Pflanzen, Gemälde. Was kann man denn so in den Schrank räumen? Vasen, theoretisch. Das bitte so ein bisschen schräg stehen haben. Es ist so nervig, dass man das nicht einfach mittig platzieren kann.
Schlafzimmer. Nee, das sind nur die großen Möbel. Ich dachte, es hätte mehr Deko gegeben. So Deko ist schon ziemlich arm, was da so angeboten wird. Vielleicht Zubehör. So ein Energy Drink einfach auf den Schreibtisch mal stellen. Da ist Bücher. Das sind Büchersets. Cool. Okay, vielleicht dann da irgendwie noch fündig werden. Sogar Sachen fürs Badezimmer. Gedichtesammlung. Sowas. Von denen kann man nie genug haben, tatsächlich. Oh, eher in die unteren Regale. Ich liebe diese Dinger. Aber wieso darf ich das da nicht reinsetzen? Das untere habe ich doch auch reingemacht. Seltsam, da geht's auch wieder. In die Reihe geht's nicht. Okay. Ich finde, das reicht erstmal an Deko hier drauf. Der Schreibtisch sollte vielleicht noch ein bisschen Deko bekommen. So, Gedichteband bekommst du. Der liegt irgendwo hier drüben. Stimmt eigentlich. Eigentlich habe ich das bisher in jedem Badezimmer nicht gemacht. Ich habe keinen Toilettenpapierhalter angebracht. Wollte aber auch keiner von den bisherigen Leuten. Wir leben einfach ohne Toilettenpapierhalter. Das ist in Ordnung. So, ich bilde dich. Dahin. Ein Wäschekorb eigentlich auch gar nicht so verkehrt.
Gut, der Rest wäre halt Computer, der auf den Tisch kommt. Aber dafür werden wir nicht bezahlt. Also ist das hier erstmal das Endprodukt. Und ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Mit diesem Zimmer. Und jetzt kommt hier der komplett neue Raum noch dran. Oh Gott. Küche mit Wohnzimmer. Mandarin, Orange und Weiß. Mandarin, Orange wird auf jeden Fall die Küche. Und ich habe eine Verbesserung. Ich habe 3 Verbesserungen. Vanille vergibt zum. Und den Profi-Hammer gönn ich mir. Also. Aber die Fliesen da sollen bleiben? Das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Ich streiche erst und dann gucke ich, ob der Boden noch passt. Aufgaben, Mandarinen. Ja, da reicht es. Glaube ich. Wie gesagt, Küche. Küche wird so ein kleiner Farbklecks werden. Schön, dass, wenn man nur so leicht drüber streicht, die hintere Wand noch durchscheint. So. Kini meldet sich zurück. Oder meldet sich ab. Oh, die Küche sieht doch cool aus mit der Farbe. Mit dem Farbklecks. Wenn der Rest jetzt weiß wird. Dann kann ich mir noch überlegen, ob ich noch irgendwo orange Akzente setze. Weiß brauche ich dann im Enkrobus. Weiß auf Weiß zu streichen ist immer so schwierig, weil ich nicht genau sehe, wo schon gestrichen wurde. Ja, hab noch an Tippy und Stream Elements gearbeitet. Ach so. Hoffe, es hat alles funktioniert.
Hoffe ich auch. Ja, ehrlich gesagt mache ich es auch nie anders. Ich mache irgendwas und hoffe, dass es geklappt hat. Die Tür sitzt da doch falsch drin. Die Eingangstür falsch in der Wo in falsch sitzt einfach. Melly ist eingepennt. Das kann gut sein. Das Spiel ist, wirkt auf viele eher sehr beruhigend. Mir ist nie aufgefallen, dass man da drin streichen muss. Da drunter. Oh. Oh, ich habe das Fenster vergessen. Lalala. Aber sowas passiert mal gerne. Dass man die Fenster vergisst. Darum habe ich halt auch direkt nach den Fenstern geschaut, ob die gestrichen sind. So. 100%. Und ich überlege, wie gesagt, ob das alles ist, was ich in dem Orange streichen möchte. Man kann ja ein bisschen das Orange in den Möbeln widerspiegeln. Das Weiß würde ich auf jeden Fall erstmal verkaufen. So, jetzt erstmal ordentlich einkaufen. Und warte, ich muss den Boden ändern. Ich muss den Boden definitiv ändern. Boden fließen? Gibt es... Oh, gibt es nicht, leider. Keine schwarzen Fliesen. Dich. Für die Küche. Ist er mit zufrieden? Nee. Keine schwarzen Fliesen. Keine schwarzen Fliesen. Das passt dann zum Konzept halt einfach leider nicht mehr.
wenn ich sonst gerne schwarz mag. Das passt dann halt leider nur nicht mehr zum orange-weißen Konzept. Und eigentlich müsste der Boden überall weiß werden. Ich finde es ja toll, dass einige aus der Sims-Community meine Häuserkreation herunterladen. Beziehungsweise mögen. Yay! Nicht, was das für ein Bug wird es nicht sein, dass man unter der Leiste hier verlegen muss. Das gehört zur Garden-Terranda praktisch schon. So. Sie hebt sich aber die Küche halt so gar nicht mehr ab. Also doch durch das... Erstmal nach den Möbeln gucken. Möbel. Kücheninsel mit Spülbecken. Die Platte könnte weiß bleiben. Da habe ich ja leider nichts Orangenes bei. Ich dachte einfach alles ein bisschen orange-weiß halten. Orange gibt es dabei leider noch nicht. Ein Holz, das in Richtung Orange geht. Am ehesten noch das Kirschholz. Mal gucken, wie das aussieht. Sie wird schon eine echt große Küche, muss ich mal festhalten. Warum darf ich das? Warum darf ich das? Also, weil da auf dem Boden was liegt. Darum darf ich das nicht da hinstellen. Dahin. Geht in hell so schnell dreckig, ja. Und anders hat es halt nur leider nicht zum Stil gepasst. Kücheninsel mit Herd. Oh, ich mag das. Stahl, Vorderseite Stahl oder Weiß? Schneestahl. Stahl, Stahl, Stahl.
Dann kommt sie hier durch. Ich hätte es halt lieber da dran gesetzt. Weil dann kämen sie nicht mehr ans Waschbecken. Außer ich tausche die beiden. Oh, dann steht natürlich das Tischchen hier an der Wand da drüben. Und dann kommt sie gar nicht mehr durch. Ich glaube, wir müssen die Küche ein bisschen erweitern. Dann kommt sie nicht an die Schubladen. So oder so ist das nicht ganz so geil. Dann doch lieber wieder andersrum. Ja, aber ich werde dich trotzdem eins nach hinten verschieben müssen. Jetzt bist du uns zu weit vorne. So. Dann wird aber noch ein bisschen orange gestrichen. Damit es wirklich bis zum Küchenende geht. So. Schon eine ziemlich große Küche, aber ja. Jetzt ist es mir aber ein bisschen zu viel orange. Aber jetzt habe ich weiß schon wieder verkauft, also lassen wir es. So, Küche halt. Küche, Hocker, orange. Man braucht halt Platz. Ja, die Frage ist halt nur, wo will man da jetzt noch ein Wohnzimmer hinbauen, praktisch. Gut, an den Tisch kommen jetzt ein paar Hocker. Hätte, glaube ich, eher hell genommen. Ja, den anderen Stuhl muss ich nochmal verkaufen. Oder weiß und orange. Okay, wir nehmen weiß und orange. Ich hatte, dass man immer gleich kaufen muss, bevor man... Oh, Metall ginge auch. Ja, weiß-orange, ne?
Wie gesagt, schade, dass man immer gleich kaufen muss und dann Minus macht, wenn man es wieder verkauft. Dass man halt nicht einfach erstmal gucken kann, wie es aussieht. Ist das nicht mittig? So. Und da in die Ecke kommt das Wohnzimmer praktisch rein. Kühlschrank. Weiß. Stahl. Stahlweiß. Testen wir mal, wie das aussieht. Ich glaube, Stahl wäre schöner. Passender in dem Zimmer. Wobei das Stahl ist irgendwie so. Sieht seltsam aus ein bisschen. Das geht aber. Vor allem ist es sauber und ordentlich alles. Sie will eine Couch, da ist ein Tisch. Diese gut, yay! Ja, da haben wir wieder kein Orange mit drin. Das ist weiß-weiß. Da muss ich jetzt ohnehin erstmal schauen, wie das vom Platz reicht. Wie ich es da aufstelle. Okay, wir stellen erstmal hin. Und holen noch die Couch. Ist Leder. Niemand mag Leder, aber weiße Couch wird halt sofort schmutzig. Man sieht jeden Schmutz drauf, aber egal. Ich stelle es nur gerade aus dem Weg. Lass mich ran, das passt da hinten jetzt leider nicht mehr rein. Dann muss ich es leider doch ein bisschen enger machen mit dem Teil hier. Ist gerade so rein, dann gucke ich, wie die Couch reinpasst. Warum darf die hier nicht stehen? Warum darf die nicht direkt an der Wand stehen, frage ich mich gerade. Ja, nun.
Schade. Das wird nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Dann passt die Couch da definitiv nicht hin. Da sieht einfach scheiße aus in der Küche. Sie will halt auch echt eine große Küche haben. Wie wär's denn, wenn ich den Schrank hier hinstelle? Couch passt halt eigentlich nicht mehr dahin. Ich kann der Frau nicht mehr Platz zaubern. Da kannst du noch weiter an die Wand. So ein bisschen weiter kriege ich dich noch an die Wand. Das? Dann willst du ja auch nicht mit dem Rücken zum Herd sitzen. Und wenn ich hier das Sofa hinstelle, sitzt man direkt zwischen allen Türen. Ist ja auch nicht gar... Geht die Tür denn überhaupt noch richtig auf? Einfach, da steht einfach die Tür im Sofa. Und man fernsieht. Ich rieche Feuer. Moment, meine Haare brennen.
Man, das ist dann alles ein bisschen gequetscht. Aber wenn sie gerade so eine wenn sie so eine gigantische Küche haben will. Wir können natürlich die Heizung da abmontieren und woanders hin platzieren. Ich wollte sie woanders dran packen. Okay, dann halt nicht. Aber dann kriege ich es halt nicht anders hin als so. Auch wenn sie da natürlich verdammt nah vor dem Fernseher oder was auch immer sitzt, was da drauf kommt. Und das, was da drauf kommt, halt verdammt nah an dem Feuer ist. Besser kriegt man es dann halt nicht hin. Oh nein, mein Fernseher brennt. Wenn man das halt unbedingt so haben will hier. Uff. Ich würde es jetzt einfach so lassen. Ganz ehrlich, mir fällt da nicht ein, wo ich sonst hinstellen soll. In dem Raum. Die Frau hat einfach seltsame Ansprüche. Und ich finde das ganz okay. Wie gesagt, nur dass halt das am Herd steht. Aber besser als wenn deine Haare im Herd hängen. Baby Melly. Ach, Melly pennt doch nicht. Also hier kann entweder nur die Couch oder nur das Ding dahin. Und dann muss man halt immer so quer sitzen, um da was sehen zu können. Ich weiß nicht. Wann ist denn das Regal so breit? Das ist ein bisschen schmaler. Theoretisch könnte man also... Nee, dann sitzt man ja in der Tür. Och. Es gibt halt irgendwie gar nicht die perfekte Lösung dafür gerade. Ich glaube, dass das einfach das ist, wie es am Ende aussieht. Dass das einfach ein bisschen weit weg ist von dem hier. Aber dann kannst du die Leute zumindest beim Kochen zusehen. Aber ja, ich glaube, so lasse ich es jetzt. Denn es geht ja klar, wenn man da drauf sitzt und dann darüber guckt. Wenn man so eine gigantische Küche haben will, muss man mit den Konsequenzen leben. So, jetzt will ich noch ein bisschen Deko.
Sonst sich mag ich den Stil tatsächlich. Bin echt zufrieden. Ein bisschen grün hier noch auf die Fensterbank. Das sieht aber so gewollt symmetrisch aus. Also muss da jetzt noch irgendeine andere Deko drauf. Nee. Ja, das passt schon eher. Gibt es sowas wie ein Hängeregal? Möbel. Wohnzimmer? Regale? Oh. Ach, das ist ein Stehregal. Na. Nee. Dann nicht.
Okay, das ergibt nicht, was ich haben möchte. Naja. Er hat sich hier hinten noch ein bisschen Stauraum. Ist doch auch schön. Und Jalousien, ne? Weiß, weiß, ja. Das gleiche natürlich auch nochmal da drüben. Und in der Küche eigentlich auch, ja. So. Das ist ein schöner Raum. Eigentlich fehlt halt wirklich noch ein bisschen, mini mehr Deko. Irgendwas für auf den Schrank und irgendwas für da hinten drauf. Wie groß bist du denn? Hast du auf den Schrank da hinten? Also auf das Regal? Ich glaube, du stehst über. Hm. Ich glaube, du bist wirklich zu groß. Ich guck mal. Nee, oder? Dürfte ganz genau passen. Schönen Sonntag. Ja. Lassen wir das doch da oben stehen. Dann kommen da unten noch ein paar Bücher rein. Zubehör. Bücher. Oder daneben. Ja, lieber unten. Okay, die kann ich nicht noch dran pappen. Schade. Dann kommt da vorne dran was anderes.
Oh, wie cute ist der bitte? Passt der da drauf? Oh, der ist ganz schön riesig. Aber voll süß. Na. Auf die Couch geht leider nicht. Na, okay. Dann nicht. Carpe diem, be happy, enjoy life. Hier fehlt noch ein Mülleimer auf jeden Fall. Mülleimer war weiter unten. Weil der Mülleimer auch in irgendeiner der Schubladen stehen könnte. Okay, lassen wir das mit dem Mülleimer. Aber ein Handtuchhalter fehlt. Über Kinderkettensäge, was? Glaub nicht, dass das so sein sollte. War aber. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass das so sein sollte. Ich habe das Gefühl, das passt halt nicht in die. Lassen wir den Handtuchhalter weg. Die Handtücher liegen in irgendeiner Schublade. Sugar. Nee. Das sind keine Küchenhandtücher. Du könntest ein Küchenhandtuch sein. Schneide, Messer, schneid. Schneid Brett. Ständer mit Schneidbrettern.
Und dann Messerblock suche ich eigentlich noch. Wäre aber doof, wenn das da drüben steht. Aha, generell ist es gerade doof, wie es steht. Okay, warte. Da drüben wird gekocht und zubereitet. Da drüben wird abgetrocknet. Wollte ich nicht. Hatte das, glaube ich, auch gerade falsch umstehen. Ich glaube, es gab sogar sowas zum Abtropfen an. Nee. Nicht. Ich dachte, ich hätte das hier irgendwo gesehen. Wäschetrockner. Geschirrspüler. Ich glaube, ich nehme so einen Geschirrspüler. Sieht doch direkt belebt aus. Vielleicht das Teddybärchen da unten hin. Da. So. Das süße Bärchen hat auch noch seinen Platz bekommen. Dann bin ich soweit fertig. Fertig. Ich finde, das sieht gut aus. Ja. Bin schon ein bisschen stolz. Sieht doch echt gut aus. Das Zimmer sieht super aus. Das Zimmer sieht auch gut aus. Alles schön modern. Wie sie es haben wollte. Aber warum ist mein Fortschritt nicht auf 100%? Warte. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe doch alles gemacht, was ich tun sollte. Der Auftrag hier dann ist beendet. Der Auftrag hier ist auch beendet. Hier habe ich gar keinen Auftrag. Im Keller hatte ich auch keinen Auftrag. Seltsam. Im Badezimmer habe ich auch keinen Auftrag. Ich habe nirgendwo mehr einen Auftrag. Warum
Ist mein Fortschritt da nicht bei 100? Hä? Hab da alles gemacht und in der Küche auch. Das ergibt keinen Sinn. Ich kann hier noch random irgendwas machen, aber dafür werde ich ja nicht mehr bezahlt. Warte. Aufgaben habe ich alle erledigt. Vielleicht ist es buggy. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, Unkraut zu zupfen bringt ja auch keinen Fortschritt, weil es immer keine Aufgabe ist. Es ergibt keinen Sinn. Nun, ich beende jetzt trotzdem den Auftrag. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht weiterging, was ich da nicht gemacht habe. Obwohl alle Aufgaben erledigt waren. Fragt mich nicht. Das ist echt kacke. Naja. Ich werde mich trotzdem mal für heute verabschieden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.